Hallo Leute, herzlich willkommen zum täglichen Vlog. Morgen beginnt der Flashmob. Ich muss ehrlich sagen, ohne Scheiß, ich bin richtig nervös, richtig krass nervös. Man kann sich das nicht vorstellen, aber ich bin richtig nervös, da ich erstens nicht weiß, wie viele kommen, zweitens nicht überhaupt wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise verstehen kann, dass so viele kommen können und drittens, dass ich halt zu den ganzen Leuten reden muss und die koordinieren muss. Ich bin halt total nervös. Ich bin überhaupt nicht so der Mensch so fürs Publikum und sowas. Bin wirklich null der Bühnenmensch. Null. Ich weiß noch, früher in der Schule hatte ich mal so eine Aufführung gehabt und da habe ich richtig verkackt. Auch wenn ich nur den Baum gespielt habe, ja. Und ich nur so standen musste. Aber hey, scheißegal. Gino ist wahrscheinlich auch mega nervös. Wir sind alle mega nervös. Aber ich glaube, es wird der beste Harlem Shake Berlin Special ever. You know, was ich meine? Yeah. Exactly. Tschüss, was ist los hier? Englisch, Englisch, Alter. Spaßi, Marci. Morgen um 14 Uhr an der Weltzeituhr. Ich freue mich, dass ihr alle kommt. Wir sehen uns. Ich werde jetzt fett pennen gehen. Auch wenn es erst 18 Uhr oder so ist, Pi mal Daumen. Ich glaube, jetzt haben wir es irgendwie 17:20 oder so. Ich werde pennen gehen, weil ich bin so fertig, damit ich morgen perfekt ausgeschlafen bin und ich voll Gas geben kann. Ich werde jetzt. Ah ja, nee, ich muss jetzt gleich noch mit Gino skypen. Habe ich voll vergessen. Der kommt nämlich demnächst von Arbeit. Und ja. Und warum so lange kein Vlog kam, das lag daran, dass ich es wirklich. Ich habe es vergessen. Das hört sich total komisch an. Wie kann man das vergessen, wenn man es jeden Tag macht? Aber ich habe das jetzt irgendwie dreimal vergessen. Ich dachte mir immer so, naja gut, jetzt machst du einen Vlog so. Dann habe ich noch kurz was anderes gemacht. Da ein bisschen geschrieben, hier ein bisschen gechattet so. Und dann habe ich es vergessen. Jedes Mal. Da bin ich immer so um 8 oder um 21 Uhr pennen gegangen. Oh, war das gerade übel. Ja, wie gesagt, denke ich halt immer so pennen. Ich habe gerade so megatrieben ist das beste Wort. Megatriebenes Herzstechen gerade, also das ist. Au! Es passiert manchmal. Ich hatte, glaube ich, als kleines Kind, nee, was heißt glaube ich, weiß 100%, wo ich auf die Welt kam, ich bin mit einem Herzklappenfehler geboren. Und manchmal merke ich das immer noch, die von damals, die Blessuren. Und wenn ich halt zu schnell rede und ich irgendwie über irgendwas aufgeregt bin, dann kann es das passieren, dass ich halt immer so ein übelstes Stechen kriege, als würde irgendjemand mit so einer Spritze reinstechen die ganze Zeit. Das ist ätzend. Krass, wie lange ich schon wieder rede. Nein, Leute, ich höre jetzt auf zu quatschen. Wir sehen uns morgen, Leute. Alle, die kommen, ihr könnt mich alle küssen. Nein, Spaß, sie, Marci, ihr wisst doch, ich sag gay und so. Außer ihr habt zwei Brüste und heißt Peter. Ja, dann ist okay. Peter! Mein Spaß. wie gesagt, wir sehen uns morgen am Alexanderplatzi-Matzi. Und am Sonntag kommt das Harlem Shake-Video. Also, wir sehen uns. Bis dann, euer Dennis!